Jetzt ist die Frage, mache ich die Hintergrundmusik an oder nicht? Ich denke mal nicht, die werden wir auslassen. So. Ganz kurz, ich muss noch dahin tappen, damit ich alles sehe, wunderbar. So, ja. Mein alter Charakter, den ich weiß ich nicht, auch schon lange hab und seit über einem Jahr nicht mal weitergespielt. Neuer Charakter natürlich. Ja, Charakter erstellen. Zugehörigkeit. Wir gehen auf die helle Seite. Der Hüter steht zwischen den guten Leuten der Republik und deren Feinden, ein Bollwerk, das auch im Angesicht einer überwältigenden Übermacht niemals den Mut verliert. Wächter. Kontrolle und Konzentration sind die Kennzeichen des Wächters. Durch jahrelanges Training erlernen Wächter die Kunst, zwei Lichtschwerter gleichzeitig zu führen und ein undurchdringliches Scharnetz zu spinnen, dem man kaum entrinnen kann. Gelehrte sind berühmt für ihr Wissen sowie ihre Heilungs- und Verteidigungsfähigkeit. In schweren Zeiten bündeln sie ihre Erfahrungen mit roher Kraft, um den Fluss der galaktischen Ereignisse zu beeinflussen. Aha. Jedi Schatten. Schatten kämpfen mit dem Doppellichtschwert und nutzen die Synergie ihrer Nahkampffähigkeiten und der Macht aus, um Feinde des Ordens mit tödlichen Präzision niederzustrecken. Schmuggler und Soldat möchte man nicht werden. Oh Gott, was nehme ich denn hier? Gelehrte sind berühmt für ihr Wissen für Heilungsmagie. Jedi Wächter, Kontrolle. Zwei Lichtschwertern, Jedi Hüter. Guten Leuten der Republik und deren Feinden ein Bollwerk, das auch angesichts der überwältigenden Übermacht niemals den Mut verliert. Also eins von den beiden hätte ich gerne. Wer war mit zwei Lichtschwertern? Das war Doppellichtschwert. Zwei Lichtschwerter war der Ritter. Hüter. Ne, der Hüter war zwei. Warte mal, was sind das hier? Wächter ist das mit zwei Lichtschwertern. Geh mal auf den Hüter. Genau. Ausrüstung, Fähigkeiten, Hüterfähigkeiten. Jedi Hüter sind Leitsterne der Hoffnung und Gerechtigkeit in der ganzen Galaxis. Verteidigungshüter sind in Schützenmechaniken geschult und bezwingen Feinde mit ihren unterschiedlichen Willenskraft, wobei sie allen Widrigkeiten trotzen. Wachsamkeit Hüter setzt auf dominantes Offensivtechnik und stürzt sich mit Wirbel aus Lichtschwert und macht. Ja! Das bin ich, eindeutig. Okay, weiter. Wir sind natürlich ein Männchen. Ein männliches Männchen. Von der von der Sorte Mensch. Meine Fresse. Weiter. Nein. Meine Lebensaufgabe Mensch, ist es, genau. Anderen zu dienen. Körperbau, Strich in der Landschaft oder ein rollender Klops? Ach du Heimatland.
Ich hätte gerne Hautfarbe hier. Nee, das sagt mir nicht so zu. Ja, komm, wir bleiben mal bei der 4. Haarfarbe, nee, wir bleiben bei Schwarz. Gehen wir bitte auf die 1 zurück. Das ist kein Bart. Okay. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Ja gut, das sieht schon eher aus wie ich hier. Ach du Heimatland. Ach, den hatte ich früher mal. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Oh Gottes Willen. Ah, shit. Meine ist ein bisschen größer. Gibt es diesen kleinen Mini-Spitzbart noch ein bisschen breiter? Anscheinend nicht. Schade eigentlich. Schade, schade. Ich habe die Hintergrundmusik mit Absicht aus, weil ich das auch auf YouTube bringe. Deswegen wird wohl nichts passieren hier, großartig an Musik. Die 24... Möge die Macht mit uns allen sein. Nein, die 17 nicht. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Mini-Spitzbart einfach. Der ist zweimal hier drin, einmal auf der 31 und einmal auf der 34. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Seltsam. Wo waren das Ziegenbärtchen? Hier. Das geht unterm Kinn lang, okay. Meine Lebensaufgabe ist es, anderen zu dienen. Hier ist aber schon wieder der gleiche. Anderen zu helfen ist eine Ehre. Ach komm, eine hier Pflicht. Bart weg. Augenfarbe. Das ist grün. Blau. Ne, das. Was war das andere denn für grün? Ich werf hier rot. Ach du Heimatland. Sieht aus, als ob dem übel ist. Ah, nee. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Ach du Heimatland. Okay, ein Jedi sollte immer seine Grenzen auslösen. Hier eine fette Brandnarbe. Ach nee, warte mal. Kopf hier. Okay. Nee, ich bleib beim ersten. So. Narben. Oh, Chelsea Grinsen. Schön. Nee. Also das hier erinnert mich sehr an die Star Wars Filme. Eine kleine Mini-Narbe. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Ah.
nicht über die hier. Ein Jedi sollte die immer seine Grenzen ausloten. So, Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. So. Name. Ungültiger Name. Stopp. Ha! Da ist der Charakter. Ja. Gut, sonst kriege ich Ärger auf YouTube. Haben das OBS rein, ob es laut genug ist. Ja, ist laut genug. Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Aber sowas von... Ich habe noch nie gegen jemanden gekämpft, den ich nicht besiegen konnte. Einschließlich meiner Meister. Eine beeindruckende Behauptung. Wenn ihr neue Herausforderungen sucht, findet ihr sie hier. Ah, Hochmut. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment. Ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Und wenn schon, es gibt Ärger, warum sagt ihr das offensichtlich nicht? Tut was. Man konnte den Blasterbeschuss sogar hören. Geht und helft! Beruhigt euch, Padawan. Stürzt euch nie in einen Kampf, ehe ihr euren Gegner kennt. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Was macht mich zu etwas Besserem als die anderen? Ihr wurdet für solche Gefahren ausgebildet. Ich weiß, ich kann mich auf euch verlassen. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Ha, bin ich ja doch was Besseres. Cool. Nein, das wollen wir nicht. Neue Nachrichten. Hallo? Anmeldebelohnung. Da waren wir schon. Okay, mal ganz kurz, Einstellung. Ja, Musik muss ich halt wie gesagt auslassen, geht nicht anders. Deswegen werde ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz raustappen.
und meine Playlist hier anwerfe, damit wenigstens etwas Musik dabei ist. Das und das hier, genau. Jetzt ist halt nur die Frage, ich denke mal, die Ingame-Geräusche und alles wird lauter als Musik, das ist mir aber gerade schnuppe. Ich werde in der ersten Folge sowieso Probleme mit YouTube kriegen, wegen dieser wunderschönen Intro-Musik. Da muss ich hin. Na dann. Doppelsprung! Hi! Melden Sie Ihre Beschwerden. Schrott. Verschiedene Druidenteile. Ein Vermessung kann bei einem Schrotthändler gegen Spezialgitter darunter. Prototypen, bla bla. Tasche mit Materialien der 5. Grades. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Alles nehmen? Danke. Aha, okay. Okay. Ja. Doppelsprung, los! Geht nicht. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich weiß. Für alle, die sich wundern, ich trinke nebenbei Kaffee. Nicht, dass es wieder dann auf YouTube heißt. Nebengeräusche, Schmatzgeräusche, bla bla bla. So. Ich glaube, da hat was Falsches gegessen. Hui. 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 Jedi Flummi. Hui. Ich will erstmal zur Post. Post ist dort. Hui! danke. Danke. Ja, du kommst auch mit. Du auch. Du auch. Du natürlich auch. Und du auch. So. Yay. Jetzt muss ich aufpassen. Rohrwerk benutzt, schaltet diesen Flair für deinen Charakter frei. Ja. Dieses Paket enthält Schnellreisepass, 5 geringe EP-Schübe, Inventarmodul. Benutzt, schaltet einen Titel für deinen Charakter frei. Erfahrungsboost. Inventarmodul. Gut, den muss ich mir aufheben. Ganz zum Schluss, wenn ich hier alles frei habe, dann kriege ich nämlich 10 extra Slots. Hey! Hey, ich habe Freunde!
Titel charakterfrei aktivieren. Comic-Con aktivieren. Okay, die Fähigkeiten fehlen mir hier noch. Gut. Das und das bleibt erst einmal. Das. Moment, stopp. Bevor ich irgendwas Falsches mache. Nein! Dahin. Auf die Null kommt das. Aufnahme, stopp. Habe ich auf dem Nummernpad. Das ist gut. Zahlenblock ist nicht belegt. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, ne? Wie sieht denn das hier aus? Ach du Heimatland! Hallo? Drehst du dich mal bitte nach vorne? So. Ach du Heimatland! Das gefällt mir überhaupt nicht. Charakter C, okay. Das gefällt mir ja null. Vielleicht die Hose. Da würde ich bei der bleiben. Armgelenk und Handschuh bleibe ich bei dem. Würde ich dann bei denen bleiben? Kopf kriegt erstmal gar nichts. Gut. Das kann ich ja nicht verkaufen. Das vernichten wir mal ganz kurz. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben 150, ich habe 0. Nein, ich habe 1000. Jetzt habe ich nur noch 850. Das dahin. Kann ich das verkaufen? Ja. Kann ich. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Oh, kleine bessere Waffe. Besiegen Sie Fleischräuber. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was habe ich jetzt ausgewählt? Jedi-Hüter, da unten steht's. Hi. Padawan, komm zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Deswegen bin ich hier. Retabuela hat mich hergeschickt, um bei den Fleischräubern zu helfen. Ich bin kampferfahren und bereit. Dann ist die Macht mit uns. Nur wenige der Padawane hier können das von sich sagen. Die Fleischräuber sind organisiert und kampfbereit in das Trainingsgelände eingedrungen und haben versucht, einzelne Gruppen von Padawanen von den anderen zu trennen. In den Hügeln ist eine Gruppe von Schülern, deren Spur wir verloren haben. Sie hatten noch kein Kampftraining. Keine Sorge. Diese Padawane werden sicher nach Hause kommen, das verspreche ich. Ich habe hier einen Sender. Wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Jo! Robi, Fliegi, ihr seid bereit.
Botschafter, Ritter. Warte mal. Doch, zu dem muss der ich noch, wenn ich was lernen will. Ja. Ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Ah. Wir können jederzeit zusammen üben. Okay. Yay! Noch mal meine Waffe ohne dass ich angreife. Warte mal, einsetzen wollte ich mich jetzt nicht. Was ist das hier überhaupt? Machtsprung. Boah! Geil. Zehn Stück Hammer. Ne, 9. Okay, da oben erste Lektion. Gab's hier nicht mal irgendwas, womit ich... Genau hier. Schaden, Wachsamkeit, Verteidigung, Tank. Schützender Schlag, Hüterhieb. Verursacht beim Ziel 103 bis 111 kinetischen Schaden und betäubt es 4 Sekunden. Hüterhieb trifft das Ziel mit einem mächtigen Hieb, verursacht 144 bis 167 Wachstum Waffenschaden. Ermöglicht Repost und beeinträchtigt das Ziel 45 Sekunden lang. Beeinträchtigte Ziele verursachen 5% weniger Schaden durch Macht- und Tech-Angriffe. Plasmabrandzeichen. Boah, das hört sich geil an. Erhöht dein Schwert infolge des Phasma verursacht sofort 58 bis 66 Elementarschaden und zusätzlich 12 Sekunden lang 90 Elementarschaden. Überkopfhieb. Wirbelhieb, okay. Fokussierter Ausbruch. Eifersprung. Machterschöpfung. Fokussierter Schritt 147 bis 170. Okay, das hier. Komm hier, Wachsamkeit übernehmen. So, weiter geht's. Ich weiß, dass es hier auch immer so versteckte Kisten gibt. Das ist für später. Guck mal, da haben wir wieder welche zum Abmurksen. Die sind ja ein übermütiger Jedi, also kann man ruhig ein bisschen hart rangehen. Gut, ihr seid unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich stecke hier bis zum Hals in Monstern. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Anscheinend bin ich der einzige kompetente Krieger auf diesem Planeten. Arroganz steht einem Jedi nicht zu Gesicht. Doch. Ebenso wenig wie primitive Beleidigungen. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette.
Möge die Macht mit euch sein. Die Macht ist stark in mir. Ich bin ein Wikinger mit Lichtschwert. Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich die rauslasse? Ich muss das jetzt mal testen, ob ich dann die Quest auch bekomme, weil es scheint nach ganz anderer Quest auszusehen. Ja. Genau, Bonusquest. Ich mach ganz kurz die Hintergrundmusik aus. Die ist sowas von nervig gerade. Die brauche ich halt null. Und ich, OBS Soundstärke ist ideal. Okay, der nächste Gefangene. Der war doch hier irgendwo. Da oben. Los, macht Sprung! Ein Danke ist nicht drin? Okay, das merke ich mir. Dass ich kein Danke bekomme, das merke ich mir. Genau so. So. Ach, der hat sich schon wieder fangen lassen. Bin ich wirklich der einzige kompetente Krieger hier? Oi. Das bauen die einfach vor meiner Nase. Die trauen sich ja. Hier ist ja noch einer. Da war noch einer. Was ist das? Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen, kann aber Händler verkauft werden. Was ist das? Vibrofutteral. Vibrofutteral. Ach so. Ah, wird ja mit Doppel-L geschrieben. Palim. Da war jemand schneller. Hi. Kann man mit dir irgendwas machen? Du bist ein Spieler. Schade. Hi. Das waren Heilkits. Das ist sehr gut. Hi. Ja, war ja schnell down. So, 4 von 6. Der da drüben hat sich schon wieder fangen lassen. Hä? Was ist denn los mit denen? Der hat sich auch schon wieder fangen lassen. Mann, ey. Hier muss echt mal aufgeräumt werden. Hi. Huch, hier liegt der einer. Kann ich mit dem interagieren? Nee.
Finde die Schüler, die sind da oben irgendwo, okay. Ich will jetzt aber erstmal noch so ein Gefängnis finden. Da oben ist noch eins. So, die haben wir befreit. Stufe 3. Da freut sich auch Klein Fliegi. Jetzt ist aber irgendwo da oben. Wird mir das angezeigt. Irgendwo da oben. Geht's hier überhaupt irgendwie hoch? Das da sieht mir ganz über dem Symbol von meinem Namen, das sieht mir halt ganz nach einem Dings aus. Ich habe zwei helle Punkte. Schön. Ich muss gerade mal ein bisschen rumlunzen hier. Freunde! Warum wird mir Darko hier nicht angezeigt? Ach stimmt, der ist ein Ziff. Fähigkeiten. Genau, die habe ich ja alle aktiviert. Wie ging denn das mit dem Dings hier? Ah, Kopf kann ich nicht ausblenden. Shit. Ey, natürlich. Ah, hier war das. Das da oder das da? Ich nehme das von der Comic-Con und das da muss ich ja davon blechen, das macht man nicht. Eik der Erhabene, das ist... Ja. Aber warte mal, ist das nicht falsch geschrieben? Das ist doch falsch geschrieben, oder? Erhabene wird doch mit Doppel-N geschrieben, oder bin ich jetzt total bescheuert? Google hilft mir mal ganz kurz. Nee, tatsächlich. Mit einem N. Okay. Dann lassen wir das doch so. So, hier hoch wollt mal irgendwie. Ist hier schon umgenietet worden. Komm ich hier irgendwie? Lol. Lol. Sicher, dass das der richtige Weg ist? Ey, ich häng. Boah, die Mausempfindlichkeit noch. Mal ganz ehrlich. Kann
man die irgendwie einstellen? Kann man die irgendwie einstellen? Weil die ist mir echt ein bisschen zu krank. Ach, schau mal an. Da sind die Padawan. Jetzt will ich aber... Von da oben wäre ich... Warte, ich bin von da gekommen und von da oben wäre man gekommen. Das heißt, irgendwo hier geht dann ein Weg lang. Wir sind hier lang und... Hier geht... Wow. Okay, wir haben abgekürzt. Wie geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen. Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Hey, schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen. Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Bislang konnte mich noch keine Kreatur aufhalten. Uns konnten sie auch nicht besiegen und ich sage euch, sie haben es wirklich probiert. Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört. Ich hatte noch nie so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jerridan wurde schwer verletzt. Ein Fleischräuber hat das getan? Ihr kommt wohl nicht alleine klar, was? Wir sind keine Krieger. Abgesehen davon suchen die Jedi keine Rache. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Ausbildung hin oder her. Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden. Sie hat doch recht. Jedi geben nicht auf. Oder? Sie liegt falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft. Nur Gelassenheit. Es reicht, Minaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Hier, scheiß drauf. Ihr beschreitet einen gefährlichen Pfad. Ihr und eure Freunde müsst zum Lager zurück, solange ihr noch könnt. Aber wir stehen so kurz davor, die Prüfung zu beenden. Nein, das tun wir nicht. Wie ich sehe, habt ihr einen Signalsender. Gebt ihn uns und sobald wir unsere Sachen zusammengesucht haben, geben wir das Signal zur Abholung. Ach, wir sind leider ein Jedi. Ich hätte ja gern Rache geübt. Was bist du? Hallöchen! Du... Alter, dein Charakter ist geil. So will ich später auch sein. Badam, badam, bam, 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 bam. Wir müssen dahin oder dahin. Erste Lektion. Gut, wir gehen mal zurück. Unterwegs haben wir noch ein bisschen Spaß. So. Nichts zum Looten, ne? Schade. Warte mal, von da komme ich, aber dahin muss ich auch. Schade, schade, Schokolade. Huch. Grobi, wo ist dein Freund? Wo ist dein Freund? Da ist er! Wo hast du dich denn versteckt, mein Kleiner? Sag mal, bin ich jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg? Ich muss da lang.
Meditationsperlen. Hallöchen. Da lang. Was? Willst du Stress? Naja, erst die Kinder und dann... So. Fleisch. Ey, du stehst hier so alleine rum. So. Da, schon wieder Meditationsperlen. Ich hoffe, die bringen gut Geld. Huch, hier sind immer mehr. Da ist so eine Kiste zum Looten. Da hinten. Lack. Was auch immer das ist. Einfache Fähigkeitsdinge. Nee, sowas verkaufe ich. Alles andere kann auch verkauft werden. Wo kommt der denn her? Der kam von unten. Okay. Du warst das mit den Padawan. Der Sender funktioniert und ein Gleiter ist unterwegs. Ihr konntet diesen Padawanen wirklich helfen. Ihr seid mir ja ein toller Wächter. Ja. Ich tue, was ich kann. Mehr vermag niemand von uns zu tun. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Ich danke euch. Möge die Macht mit euch sein. Aber nicht mit ihr. Tut mir leid, aber... Nee. Einfach nee. Was war denn das jetzt? War das nicht für die ganzen Aufgaben? Oh, hi! Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Oh, was haben wir jetzt hier? Machtschwung. Greift das Ziel und bis zu 8 Gegner innerhalb von 5 Metern mit der Macht an und verursacht. Geil! Er fügt einen Konterangriff gegen das Ziel aus und verursacht. Boin. Aber du kommst auf die 7. Erzeugt 5 Fokus, trifft das Ziel für Waffenschaden und spaltet das Ziel. Gespalten Ziele haben 25 Sekunden und holen. Wir können jederzeit zusammen üben. La 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 la. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben's. Hab ich schon. Verkaufen, verkaufen. Bleiben. Verkaufen. 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 Verkaufen wir. Ich muss Haupthand Nahkampf. Erfordert Übungsschwert. Erfordert Stufe 5. Erfordert Stufe 5. Viel Glück da draußen. Ja.
Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Oh wow, das kann ich nicht verkaufen. Okay. Viel Glück da draußen. Okay, 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 okay. Keine Nachrichten. Hui. 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 Sag mal, warum hat der immer noch so ein Ding hier drüber? Ich teile mein Wissen gerne mit jemandem, der talentiert ist. Außer das. Wir können jederzeit zusammen üben. Die kann ich immer noch nicht verwenden. Mist. Inventarplatz. Du hast nicht genug Credits. Würde mich wie viel kosten? 5000. Alter, was ist das? Lol, woher habe ich denn die Marken? Lol, die kann ich doch nicht ausgeben. Palim, 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 palim. Ich mache einen Druff, Druff, Druff. So, ich mache jetzt hier eine ganz kurze Pause. Denn ich bin ja gerade schon fast eine Stunde am Stream und jeder, der mich kennt, weiß, nach einer Stunde Streamzeit, es gibt so meine kleine Pause für mich, damit ich einen rauchen kann. Oh, mach's jetzt. Jo, eine kurze Pause und bis gleich. Rockstar, Dancer, Killer, Dropout.